Guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Tierarzt. Es ist noch ganz früh, ganz dunkel draußen. Dunkel. Wow. Ist gar nicht unsere Zeit. Wir sind alle echt begeistert. Aber Vorschrift ist Vorschrift, also machen wir das jetzt mal. Und dann sind wir gleich mehr beim Tierarzt. Wenn die wüsste. Okay, bis gleich. Wir sind so gemein. Da gibt es die Praxis. Gerade angekommen. Wir sind noch die Ersten. Es ist noch ganz früh. Da ist die Sydney. Jetzt schauen wir mal. Machen wir die Tit für die Kanaren, ha? Ja. Irgendwas Schlaues doch. Nee, mal gucken, was der Doktor sagt. Sydney, alles gut. Ja, mein Doktor heute. Was will das so? Ist noch müde. Okay. Ja. Nein. Eine Spritze und dann ist gut. So. Alles hinter uns gebracht. Einsatz 1 beendet. Einsatz 1 beendet. Jetzt haben wir gerade erfahren, dass wir jetzt in drei Wochen wiederkommen müssen. Mhm. Ah! Zwar nicht wegen Tollwut, aber wegen Staupe, weil das hier wohl von Nagern übertragen wird. Und das ist für einen Hund ja auch doof. Und jetzt müssen wir 3 Wochen in der Kette sitzen und nochmal herkommen. Oh, das war gar nicht geplant. Wir dachten, wir fahren schon mal los und unterwegs dann irgendwie warten wir, bis diese 3 Wochen abgelaufen sind. Ja. Pustekuchen. Also. Sydney, was tut man nicht alles für aber Mund? Du hast alles gut überstanden. Ja, gut, dass es eine Speckschicht hat. Ja, alles gut. Naja. Wissen wir auch, wie schwer sie ist. Ja, 36. Macht mir fast Konkurrenz. Aber alles gut und ja. Genau. Guti, dann gucken wir mal, was wir Frühstück reinkriegen. Ja. Okay, bis später. Ciao. Bis später. Tschüssi. Ja, hallo Leute nochmal. Wir zum Abend. Zum Abend nochmal jetzt, ja. Genau. Erstens kommt es anders und zweitens hat man denkt. Ja. Wir hatten euch ja gestern schon angekündigt in dem Video, dass wir euch heute mal mitnehmen. Die Sydney kriegt ja noch eine Tollwutimpfung und da waren wir heute früh beim Tierarzt, um die Tollwutimpfung zu aktualisieren. Weil das liebe Tier ja mit auf unsere Tour geht, auf die Kanaren. Genau, und das ist ja Vorschrift. Du musst ja den Hund gegen Tollwut impfen, ist ja auch alles schön und gut. Nur manchmal kommt dann eben noch anders als gedacht. Erzähl mal. Ja, also wir sind dann da rein in die Praxis. Frühmorgens, 8 Uhr die Ersten. Habt ihr ja vielleicht ein paar Bilder mehr davor gehabt. Und das liebe Tier auf den Tisch gehoben. Sind ja auch ganz ruhig eigentlich dabei. Ein bisschen aufgeregt, klar. Komischen Gerüche, die dort so sind, aber im Großen und Ganzen schon ganz entspannt. Dann hat die Ärztin irgendwelche Impfstoffe noch gesucht und zack, eine Spritze verpasst und zack, eine zweite. Schon und die Frage. Und ich dachte mir schon, warum eigentlich zwei Spritzen? Ja. Und dann schwuppdiwupp sagt sie, oh, das ist jetzt Tollwut und in 3-4 Wochen müsste dann nochmal zur Immunisierung eine zweite Impfung erfolgen. Bei Tollwut gar nicht üblich. Aber sie hat also gleich noch eine Staupe-Impfung dem armen Hund mitverpasst. Und die Grundimmunisierung ist dann halt erforderlich, dass man ein zweites Mal nach 3-4 Wochen halt nochmal eine Impfung nachholt. Weil hier in der Gegend hier und da mal ein Nager rumläuft, der dann vielleicht Staupe überträgt. Das ist auch alles, okay so, würde man ja auch akzeptieren, aber... Hätte man ja vielleicht sagen können, hätten wir sagen, hey, wir machen das nach unserer Tour, weil wir wollen da jetzt los. Und jetzt müssen wir eben 3 Wochen auf diese blöde Auffrischung warten. Und das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Haben wir jetzt nochmal 3 Wochen in der Kälte, haben ein bisschen mehr Luft, man muss immer das Positive sehen, den Gut, Bus. Wir haben ein bisschen mehr Zeit für den Bus. Die Zulassung für den Bus ist alles nicht so hektisch. Das stimmt. Aber das Wichtige, wir wollten Sydney in jedem Fall ja mitnehmen, weil die alte Dame ist 14 Jahre alt. Ist für ihr Alter noch recht gut zurecht, aber lange Flugreisen und so weiter gehen natürlich da nicht mehr. Nee, das stimmt. Und deshalb sind wir dieses Jahr mit einem coolen Bus auf den Kanaren und wollten sie da mitnehmen, weil das ist auch nicht so heiß, da gibt es coole Strände, da kann es nicht so heiß, das ist viel Natur für die Naturstrände, da kann man also, wie es ja eine Wasserratte, kann sie dann also nach Herzenslust drum tollen und es wird echt ganz schön werden mit ihr zusammen. Genau, da kann sie nochmal richtig losziehen, wer weiß, wie oft sich die Gelegenheit dann noch ergibt und deshalb nehmen wir es in jedem Fall mit und beißen auch in den sauren Apfel, dass wir noch 3 Wochen länger hier bleiben. Aber wir wollen sie nicht hier lassen, wir nehmen sie in jedem Fall mit.
Also werdet die Tage vielleicht noch ein paar Videos eher vom Umbau des Busses. Das zieht sich noch ein bisschen hin jetzt. Ja, den Busumbau werden wir dann vielleicht ein bisschen mal noch nahe bringen. Was bauen wir rein, wie bauen wir es rein? Wie sieht das gute Stück dann aus, wenn wir losfahren? Mhm. Und dann zwischen wir halt los und so ein paar Themen vielleicht zwischendrin noch. Ja, was wir so einpacken. Ja. Es wird nicht viel sein, aber dass man mal so sieht, was wir alles mitnehmen. Ein, zwei Bikinis, ein, zwei Badehosen, ein paar Latschen. Das war's reicht schon. Ja, und die Zeit, wie gesagt, wenn wir dann ein bisschen überbrücken, vielleicht auch auf Jamies Kanal nochmal ein cooles Experiment machen. Wer es noch nicht gesehen hat, Jamie hat jetzt einen eigenen Kanal, Jamies Adventures. Reinschauen und liken. Da seht ihr viele coole Experimente und Jamies World in der Zukunft, was Adventures and Animals angeht. Da könnt ihr also eine Menge euch nochmal anschauen. Oder auch für eure Kids. Immer cool, wenn Kinder bestimmte Themen vermitteln. Die können das denn dann noch am besten. Ja, da wird noch einiges kommen. Auch, zur Ernährung und zu seiner ganzen, was er so alles erlebt hat schon und so. Seine Sichtweisen halt auch so. Wir lassen ihm da auch relativ freie Hand auch. Auch was er so erzählt und wie er es erzählt, wenn es grammatikalisch nicht immer hundertprozentig ist, nicht ganz so schlimm. Gerade 6 geworden. Insofern passt das aber wirklich, dass er dafür auch gerade die Kinder dann halt so, dass die es dann halt verstehen. Ja, das wollten wir euch auf jeden Fall mitteilen. Ja. Damit ihr euch nicht wundert, die wollten doch schon jetzt demnächst bald los. Aber dauert halt noch ein paar Tage. Ja, man wird immer überrascht. Yes. Ne? Okidoki, dann seht ihr noch ein bisschen was aus dem gehaltenen Deutschland von uns. Oh, und dafür dann später und umso länger mehr. Ja, umso länger bleiben dann extra lang. Ja. Okay. Na gut. Euch dann, eine schöne Zeit. Ja. Und wir melden uns wieder. Bis bald. Ciao. Ciao. So, hier kommt noch mal ein kleiner Nachtrag, weil wir haben gerade noch mal ein paar Bilder gefunden von Sydney auf dem MacBook und war ja schon ein paar Mal mit uns auf Reise und die Bilder seht ihr jetzt.